Leute, hallo und herzlich willkommen zur 42. Runde von Shadow Hearts from the New World. Time to play the game. Genau, time to play the game. Diesmal stehen Pitfights an, die dritte Runde. Und zwar in der Arkham University. Und ich habe mir schon durchgelesen, was uns so erwartet. Klingt nicht danach, als ob wir da alles schaffen werden. Genau, time to play. So, Ton funktioniert. Also es klingt alles ein bisschen böse, was wir da zu machen haben bei den nächsten Pitfights. Deswegen, als erstes mal schauen, wie es mit Sims Dock aussieht. Der ist natürlich ganz schlecht. Eigentlich sollten wir den Stock aufladen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht doch erstmal in den Uni Salt Lake gehen und dort ein bisschen Stock sammeln, Gegner fotografieren und leveln. Ja, ich meine, lassen wir das jetzt doch erstmal, weil ohne Stock brauchen wir gar nicht anfangen. Wir hatten sonst verschiedene Bedingungen. Einmal müssen wir mit der Combo Airshot gewinnen. Einmal braucht man mindestens 70 Hits, um den Gegner zu besiegen. Einmal müssen wir in 3 Runden gewinnen und einmal dürfen wir keine Magie und keine Items verwenden. Und das letzte können wir trotzdem probieren. Aber wir haben ein bisschen Pitfights gemacht. Aber abgesehen von der letzten Runde brauchen wir ohne Stock gar nichts versuchen, denn ohne Stock können wir keine Combo machen. Und wenn wir mit der Combo gewinnen müssen, ist sonst Feierabend. Dann werden wir immer Uni Salt Lake aber nicht viel machen, außer die Gegner knipsen zu fotografieren. Wir dürfen übrigens keine Magie verwenden und keine Items, aber physische Angriffe, deswegen ist Franken drin, Spezialangriffe auch, deswegen ist Shania mit drin. Ja, das ist glaube ich egal. Nehmen wir Nathan. The anger of the heavens. Natürlich fangen die alle mit. Einen vollen Stockbalken an. Der hat. Was ja 756, so wie hatte der sonst glaube ich nicht gehabt. Dass die jetzt auf einmal so viel Leben haben, war nicht geplant. Kümmern wir uns erstmal um die anderen. Vielleicht hätte ich meinen Ring auch mal aufbessern sollen. Shania kann es mit ihren Spezialfähigkeiten heilen. Das werden wir auch benötigen. Ein Gegner ist schon weg, jetzt kümmern wir uns mal um den zweiten. Wenn wir unsere MP, von dem wir nicht ganz viel haben, noch nicht verschwenden. Jetzt Ricardo mit reinnehmen sollen, er kann doch MP-Wiederherstellung mit einem seiner Sounds. Naja, falls wir das nicht schaffen sollten, wissen wir ja das nächste Mal, was wir tun müssen. Aber
Schaden natürlich so bleibt. Dann brauchen wir uns hier nicht besonders Sorgen machen, aber ich denke mal, die Gegner werden noch stärker werden. Slugshell ist auch stärker nach dem letzten Hummer. An die 200 kommen wir aber noch nicht ran. Jetzt hat er zwei volle Stockbalken, aber ist mir egal. Jetzt ist der Speed reduziert und damit kommt er nicht mehr dran. Muss gleich hauen oder nehmen. Nicht passieren. Wenn Shania jetzt nicht daneben haut, dann war's die, ist die erste Runde im Sack. Yep. So, das war Runde 1. I'll show you what fighting is all about. Die Würmer aus Wilcabamba stehen auch gleich direkt schön zusammen. Muss ich doch mal sagen. Die Viere, die da so zusammenstehen, die lassen wir erstmal so stehen. Ach, die Ringquote ist jetzt unwurscht. Weil wir ja Extreme schon haben. Außerdem geht es hier ja ums reine Gewinnen und nicht um irgendwelche anderen Späße. So, das ist leider ihr eigenes Element. Das wiederum ist ihre Schwäche. Das haben sie leider alle überlebt. Naja, bring mal wenigstens drei um die Ecke. Vielleicht bleibt uns ja der Stock, den wir hier bekommen, erhalten. Elf ist schon ein Critical Schaden, naja. Jetzt kriegen wir doch noch ein bisschen Schaden, aber der Stock ist wieder weg. Der Stock ist weiter weg. Naja. Und das war's wieder mit Stock. Aber das war's mit den Gegnern. Aufgeputschte Version der Gegner aus Wilcabamba. Okay, warum? Was haben die für ein Element? Wind und Wasser. Also brauche ich Feuer oder Boden? Meine TP sind auf jeden Fall noch in einem Bereich, wo ich keine Angst haben müsste. Hier treffe ich direkt zwei. Machen wir das doch.
Monsterattacken kommen, dann würde ich mal sagen, dann ist die nächste Runde Ende. Naja, der kann wenigstens ein bisschen Schaden machen, das andere ist ja lächerlich. Nehmen wir das doch, dass wir den Abstauber mitnehmen. War jetzt nicht so die Kunst. Holy Resist und Bright Decide. Helle Entscheidung. Da ist doch bestimmt was frei dafür. Was ist hier so drin? Arc Barrier. Bright Decide ist heilig Stufe 3. Hier ist noch 4 passende Stufe 2 rein. Hier auch. Wer hat das? Frank. Und hier Johnny. Naja, dann nimmt Frank das doch. Du, erste Runde geschafft. Erstmal mal probieren, dann können wir ja so lange verteidigen. So, Nathan ist natürlich Pflicht, weil sonst können wir die Airshot-Kombo nicht machen. So, wer hat denn jetzt den vollen Balken? Ich glaube, Ricardo war einer. Ah, und Frank, kann das sein? Muss ich doch noch mal gucken, welche Charaktere das waren. Gerade gucke ich noch, das habe ich mir nicht gemerkt. Maro, Ricardo, Nathan und Jenaya, okay. Also Nathan. Keine physischen Attacken. I'm going to play you a record. Ach, wir haben auf jeden Fall volle Stockbalken. Ja, dann. Ach, da hab ich bei ihm natürlich noch den Expertenring eingeschaltet. Ach, das ist. Wir müssen aufpassen, sie nicht Feuer zu besiegen. Deswegen machen wir erstmal leichte Angriffe. Ach du Scheiße. Ich habe vergessen, auf Kongo zu stellen. Können wir das direkt vergessen? Ich denke mal, wir werden nur die normalen Angriffe nutzen, dann sterben die auf jeden Fall nicht. Take that!
Will ich echt mit Ricardo die Combo Magic machen? Hallo Leute, so war das nie geplant. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Gar nicht. Okay, dann muss ich wirklich mit Ricardo mit Tidring den Finishing Move machen. Na gut. So müssen wir jetzt erstmal irgendeinen Gegner in die Luft werfen. Für sie gar keine Fähigkeiten. Aber Red Bounce kann das. Drop Bump kann es auch. Dann machen wir doch lieber die Magie, die eine Stufe schwächer ist. Gut, das sollte reichen. Yep. Okay, gut, das war doch nicht so schwer. Dark Resist. Und Stufe 3 Finsternis. Passt hier rein, passt hier nicht rein. Passt auch hier rein, aber ich kann nicht Frank die ganze Stufe 3 Magie geben. Passt auch hier rein. Ach, Nathan hat eigentlich auch lange nichts mehr bekommen. Gehen wir erstmal speichern. Beiden Kämpfe werden wir wohl das nächste Mal angehen. Gehen wir jetzt im Salt Lake erstmal Gegner fotografieren. Und das war's eigentlich mit Stockbiken, dass ich aufladen soll. Man, how long do we have to wait? Stupid thing. Maybe if I just smashed it open. The fact that things are taking so long means one thing. None of this was a product of my imagination. This is bad. If they somehow manage to find the other power, and then they figure out how to use it, then... Hey, what are you mumbling about? Are you talking about those kids again? Don't worry. It's nothing to get all upset over, really. Just something I'm thinking I have to do, with the gate not opening and all. What? If you know what's going on, then tell me now! This standing around here is getting on my nerves! Once in an ancient text, I came across a worrisome passage. It told about some ruins located at a lake called Uyuni. And those ruins actually contained a blue light, which was meant to oppose the gate of the red light, you see? A blue light? Is that what's keeping the gate closed? That could be it, yes. It is possible that if the blue light was somehow to be freed from the ruins, there's a chance that the gate might even be destroyed completely. If the gate is destroyed, what about Lady's wish? Her wish? Why, it would remain ungranted. This is serious. Where are you going, Mr. Killer? I'm gonna go destroy those ruins at Uyuni. Or wherever.
those runts aren't gonna interfere anymore. My, my. He certainly seems upset, doesn't he? Why, he even left Lady and me all alone. But at this point, I wouldn't even think of laying so much as a finger on my dear lady. If she can just open that gate, finally, all my dreams will come true. Interessant. Wer weiß, was Gilbert hinter sich hinter dem Gate erhofft. Vielleicht will er diese gesamte Malice-Magie nehmen? Wer weiß. Und anscheinend schon den gesamten See überquert und sind jetzt vor diesem Schloss. Ja. Da hätten wir uns das Dungeon eigentlich auch schon früher zugänglich machen können und die Tür wäre einfach zugeblieben, wenn wir hier nicht rein, wenn die Ringe noch nicht gab. Oder sind die Händler? Erstmal soll es hier draußen noch was geben. Sehr schön. Ich hoffe ja, dass hier in dem ersten Dungeon schon Gegner kommen. Also hier in dem ersten Gebiet, dann kann man nämlich hier direkt beim Speicherbunker bei den Händlern trainieren. Da hinten sehe ich eine Kiste. Air Resist können wir mal nehmen. Gibt's, hier soll es noch was geben. Genau. Und weh, ihr habt jetzt nichts Vernünftiges im Angebot. Was gibt's diesmal Neues? Mal eine Rüstung. Ui, neue Waffe. Very nice. So, hier haben wir ja schon eine. Erhöht unser Angriff um eine ganze Menge. Also unsere Abwehr, nicht unseren Angriff. Okay. Ja, da haben wir gar nicht so viel Geld. Also wir können ja anfangen zu trainieren. Und fangen wir mal mit den beiden Waffen an. So, mit Frank haben wir jetzt schon 3 von 7 neuen Waffen. Werden wir nicht verkaufen, dafür haben wir lange rumbasteln müssen. Wir müssen alles erstmal behalten. Wenn ich nicht so ein Wein-Bracelet, so ein Mirror-Bracelet behalten und Zipjak verkaufen, wäre auch die Idee, aber das wird schon ein Grund haben, warum das so teuer ist. Was gibt es hier noch zu verkaufen? Ein Headgear, das werden wir auch gleich noch mit abschicken. So. Der Wolke geht weg. Schade. Machen wir weiter mit Nathan. Oh ne, ich hätte einen anderen Discount probieren sollen, ja. Step Triple Arm können wir eigentlich den Doubler verkaufen, weil der bringt nur 10. Okay, dann wollen wir ihn nicht verkaufen. Nehmen wir mal das, was wir auch schaffen können. Sehr schön. Jetzt reicht das Geld natürlich nie für die nächste Waffe. Oder kriegen wir 4, 4, 5 schon was? Ich glaube nicht. Nee, nicht mal.
das kriegen wir. Hauptkey, wo wir dreimal drehen können, also drei Runden angreifen können, den heben wir uns auf für spätere Bosskämpfe, wo es vielleicht dann drauf ankommen soll. Trauben. Können wir diese Zodiac Bracelets eigentlich auch kaufen? Eins von denen zu kaufen und ein Zodiac. Ach, falscher Discount. Zodiac Bracelet zu verkaufen. Er auch. Machen wir mit Maus nächster Waffe weiter. Naja, so wird das nix. Du meinst ja, dass es reichen würde, wenn ich denen, die physisch angreifen, neue Waffen geben würde. Reicht auch für den nächsten noch. Hilda, meine Liebe. Passt für Ricardo. Wenn wir hier noch ein bisschen was hinterher schieben, wovon wir zu viel haben. Trotzdem für Ricardo. Für den Dominator. Die Angriffskraft extrem erhöhen rein. Ach hier, das ist neue Rüstung. Bräuchten wir im Endeffekt auch noch 7. Also 28.000. Davon ausgehen, dass wir keinen Bonus schaffen. Belly Warmer. Thank you.
Mal trotzdem noch eins von den anderen kaufen. Ich glaube in Luanga wird besser funktionieren. Da haben wir noch was für die Abwehr. Hier haben wir noch ein Full Face, haben wir gerade eins verkauft. Ach, probieren wir zum Abschluss nochmal die 40%. Das klappt. Herausragend. Equip. Wem geben wir denn das? Am besten eben, der auch ab und zu mal angreift. Oder halt ihm. Mehr Angriffsbonus als mehr Angriffsmalus als Verteidigungsbonus, wenn wir das weg. Da habe ich glaube ich eins zu viel gekauft, aber das kann nicht schaden. Bin ich mal gespannt, ob hier auch schon Gegner kommen. Wenn wir doch Johnny mal das Item geben, was mehr Gegner heraufbeschwört, weil wir doch hier ja auf die Gegner warten. Sehr schön, hier kommen auch schon Gegner. Wir müssen die ganz schön oft knipsen, die meisten 7-mal, eine Sorte 5-mal. Schaden ist auch nicht ohne, wie es aussieht. Halleluja. Also den müssen wir 7-mal knipsen. Den auch 7-mal und den auch 7-mal. Gut. Der, den wir 5-mal knipsen müssen, der scheint nicht dabei zu sein. Was sind die? Wind, Licht, Erde. Time to play a song. Da werden wir mal dafür sorgen, dass der nicht mehr dran ist. Und die Kate Coins nehmen wir auch gerne mit. Gucken, wie lange mal unser Alten wird, wenn der so viel trinkt. Das kann ja nicht gut sein. Ob sie snappen, lohnt sich ja jetzt kaum noch, aber. Look over here. Smile and say cheese. Yeah.
Was soll's. Okay, look over here. Smile and say cheese. Der hat schon Mental Breakdown, da kannst du nicht mehr viel kaputt machen. That was just the intro. Erfahrungspunkte gibt's wenigstens auch reichlich, sehr schön. So, jetzt wollte ich was gucken. So, wie viele Gegner Johnny schon davon geknipst hat. Da kann ich das nämlich abstreichen. Also, Ludirus hat da einen. Sulagi hat da 3 und Haruka Dingsbums hat da 2. Traum. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell, wie es hier aussieht. Hat da 19, 2, 0, 10, 0. Den letzten Sort davon können wir noch nicht kriegen, aber wir können es halt mit dem, wenn wir den Rest schon sammeln, Ärger ersparen. Gehen wir da nochmal schnell gucken. Ich weiß nicht, ob da draußen auch Gegner kommen. Wie viel Mao denn braucht für den nächsten Kampf? Hier müssen wir hin. Ja, da war ich. Ganz neben der Spur. Fünf von jeder Sorte und 25 Bream. Also brauchen wir keinen Mackerel mehr, wir brauchen über Scallop und Shrimp Coins und Octopus Coins, okay. Ja. Würde ich mal sagen, nächstes Mal machen wir eine Trainingsrunde, sammeln Geld, um dann mit besserer Ausrüstung die Pitfights nochmal anzugehen. Da ich direkt danach die nächste Runde spiele, ist für mich dazwischen keine Zeit, wo ich was vergessen könnte. In dem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!